Wir wollen so ein bisschen was reparieren. Ich glaube, aber dafür brauche ich wieder die andere Klamotte, ne? Uns haben 3 Punkte gefehlt gehabt. Aber auch nur, wenn wir Rep gebufft haben. Mit dem Service Overall. Hey. Wie bitte? Wer war das? Wer hat das gesagt? Billy. Mit Billy haben wir schon geredet. Und wer bist du? Ach, Moriarty. Mit dir wollte ich die ganze Zeit reden. Colin Moriarty. Freue mich immer, ein neues Gesicht zu sehen. Wie schade, dass wir uns nicht in meiner natürlichen Umgebung treffen. Was ist denn deine natürliche Umgebung? Ich bin Besitzer und Eigentümer des Moriartys, der Kneipe. Aber ja, bitte sehen Sie selbst. Kommen Sie auf einen Drink oder 12 vorbei. Sie und ich, wir werden gute Freunde werden. Na klar, ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen. Und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Klein. Wie bitte? Ach, der war da. Ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Nein, wie? Mein Vater und ich wurden in Vault 101 geboren. Alles Lügen, die Vault ist schon seit 200 Jahren verschlossen. Ich möchte einfach nur meinen Vater finden. Wo steckt der? Warte mal, wie? Hat Ihnen das Ihr Vater erzählt, dass ja, Sie in diesem Loch geboren wurden? Hat er wirklich? Dass auch er dort geboren wurde? Ja, ja, die Lügen, die wir unseren Lieben erzählen. Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt zur Vault. Damit Sie sicher sind, kann mich noch gut erinnern, denn Sie haben in meinem Saloon gelebt. Ja, Ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und Sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Vault. Das mit Ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber das Leben geht weiter. Papa hat gelogen. Das Leben ist voller kleiner Enttäuschungen. Und jetzt sind sie erwachsen und fragen sich, wo er ist. Wow. Ich habe gerade mega den Flash. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Wie cool. Mein Vater hat mir erzählt, dass wir in Vault 101 geboren wurden. Was? Ich wurde nicht in der Vault geboren? Das ist Blödsinn und Sie wissen das. Falsch. Mein Papa hätte mich niemals belogen. Sie sind ein Lügner. Nee, nee. Mein Vater hat mir erzählt, ich wurde da geboren. Tatsächlich? Ah, verstehe. Naja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird. Von einem Kerl, der vor 5 Jahren geflohen ist. Gegrüßt sei der Aufseher. Wir kommen in der Vault zur Welt und wir sterben in der Vault. Und der ganze Wahnsinn eben. Eine bessere Programmierung als unser Deputy World. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. Ja, und ich bereue es gerade ganz ehrlich, dass ich dir das erzählt habe. Oh nein, hätte ich mal meine Diskutierklamotte angehabt. Aber das hat jetzt auch nicht viel gebracht, ne? Plus 5. Ich möchte einfach meinen Vater finden. Wo steckt der? Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr und ich weiß, wo er hin ist. Aber Sie verlangen da Infos und Infos sind Handelsware. Sagen wir 100 Kronkorken und Sie wissen, wo Ihr Papa ist. Sehr günstig. 100 Kronkorken? Ich habe keine 100 Kronkorken. In Ordnung, dann haben wir uns wohl nichts mehr zu sagen. Kommen Sie wieder, wenn Sie genug Kronkorken haben, dann können wir reden. Lächerliche 100 Kronkorken und dafür lässt er mich hier zappeln. Das gibt's nicht, aber der Hut sieht verdammt dumm aus, den ich trage. Wir brauchen sehr bald einen neuen Hut, aber ich kann die extra Wahrnehmung gut gebrauchen. Nee, Billy, alles okay, lass dich nicht stressen. Wir müssen hier reparieren. Wir müssen hier Lecks in der Wasserleitung müssen wir ganz machen. Ich speichere mal. Die waren doch hier irgendwo, ne? Immer schön entspannt mal ein bisschen rumklettern. Vorsicht, aber hier können sie glitchy werden, ne? Ah, nein! Ein Glück habe ich gespeichert. Komme ich hier jemals wieder raus? Das ist sehr mutig von mir. Mutig, schrägstrich dumm. Aber sowas von... Nehme ich auf? Ja, oh Gott. Jetzt habe ich gerade Angst gehabt. Da, da ist eine Stelle, die ich reparieren muss. So. Sollte funktionieren. Warte mal, was? Reparatur versuchen, alles cool. Ich dachte gerade, ich habe mich verlesen. Sie haben das leckende Rohr repariert. 1 von 3. Und nun 2 und 3. Die sind alle hier drinnen, ne? Ich hoffe mal.
Nicht, dass ich jetzt hier durch die Gegend tingle. Und uns fehlt ein Lektern. Das wäre nicht so cool. Wo sind denn die anderen Lags gewesen? Wo waren die anderen Lags? Oh, die Sprinttaste. Ein Glück kann ich hier sprinten. Ja, das könnten wir noch schneller machen, ne? Aber ich will auch nicht zu viel an der Sprinttaste rumwurschteln. Und es soll noch so, naja, ich sag mal, im immersiven Bereich bleiben. Ups, vorsichtig. Es wäre nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen schneller vorankommen, aber so viel länger sprinten will ich gar nicht. Ne? Das soll sich schon ein bisschen nach, naja, nach einer reellen Geschichte hier anfühlen. So, 2 von 3. Ich bin gleich wieder da, Walt. Willi, wie hieß er nochmal? Der Mann von den Wasserrohren. So, da waren wir schon. Wo? Ah, ich sehe es. Alles klar. Schön, wir haben es gefunden. Hep, da kommen wir hier rüber. Nicht wirklich. Aber das ist eigentlich eine ganz okaye Distanz, die wir sprinten können. Ich glaube, ich lasse das so Vanilla. Die Entwickler haben sich schon was dabei gedacht. Bin ich hier auf der richtigen Ebene oder bin ich schon vorbei? Alles hier aber rum. Was soll denn das? Ich mache eure Rohre ganz, du Megaton-Siedler, du. Hier darf ich mir nichts nehmen, ne? Mache ich auch nicht. Ist in Ordnung. Jetzt muss ich hier sogar akrobatisch werden. Höp! Willi, ich komme! Walter! Wilhelm, ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Ich hab's vergessen. Weil ich so vergesslich bin. Das war hier, ne? Ne, das ist die Klinik. Children, Saloon, Krater. Wasserfilter, wo ist der? Das ist die Kirche, ne? Oder? Ist das die Kirche? Atom! Komme zum Atem. Nee, das ist Mr. Burks Haus. Warte. Mr. Burks Haus? Mr. Burks Haus. Mr. Burks Haus. Naja, wie dem auch sei. Mit Colin Moriarty über Papa sprechen? Jetzt gerade nicht. Ich würde ganz gerne erstmal das mit dem Wasser klären. Wo ist denn das nochmal? Achso, das sind die DLCs, ne? Ja, genau. Ist das überhaupt eine Aufgabe? War das eine Quest? Ich glaube gar nicht, ne? Ich glaube, das war gar keine Quest. Megaton, so cool hier, oder? Du bist auch nur so ein Siedler. Du hast mir nichts Neues zu erzählen. Wir werden das Wasserdingen schon finden. Kinder des Atoms. Das ist die Kirche. Aber Mr. Burks Haus? Ich habe jetzt ganz vergessen, wie der Typ heißt, den wir in der Bar erschossen haben. Leider ist Sims gestorben. Echt so schade. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Brass Lantern? Hm. Wo ist der Wassermann? Jerichos Haus. Warum kann ich in Jerichos Haus rein? Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Oh, ein schönes Haus. Ist alles Diebstahl, ne? Grognard der Barbar. Das werde ich mir klauen. Schlechtes Karma. Aber hier ist keiner, oder? Ich speichere mal lieber. Toi, toi, toi. Das werden wir auch gleich lesen. Die haben wir noch eine Notiz nicht gelesen. Androiden gibt es wirklich. Na ja, gut, ist ein Holoband. Kennen Sie das Gerücht über die Androiden? Sie wissen schon, diese synthetischen Menschen, die sie angeblich im Commonwealth oben im Norden machen. Naja, ein Freund von einem Freund kennt jemanden, der einen getroffen hat. Ich schwöre, es ist wahr. Er ist auf der Flucht vor seinen Herren. Man sagt, er sucht einen Arzt, um irgendeine Operation machen zu lassen, und einen Computerprogrammierer. Unglaublich, oder? Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was hören. Ja, alles klar. Wir sagen Bescheid. Das wär's aber auch schon, ne? Jericho hat nicht allzu viele Sachen. Aber ein paar mussten wir jetzt mitnehmen. Wir brauchen nämlich die Kohle, damit wir dann drüben bei der Lady mit den roten Haaren, dessen Name mir auch wieder nicht ein, oder deren Name mir auch wieder nicht einfallen mag, die Kohle zusammenkratzen können für Moriarty. Aber jetzt geht's zum Wasserwerk zurück. Hier ist ja noch was. Haus der Gemeinschaft. Wir können wieder rein, wahrscheinlich, weil die alle zu Hause sind. Ach so, alles klar. Hier können alle pennen. Das ist ja super.
Ihr seid echt nette Leute hier in Megaton. Es gibt hier so viel zu entdecken. Die Thronen sind alle, sind offen. Aber das Leer, das war rot geschrieben. Das bedeutet wahrscheinlich nichts Gutes. So, okay, okay, okay. Ist hier was Spannendes. Nudeln nehmen? Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Nudeln. Wir nehmen nur wertvollen Kram mit. Mehr oder weniger wertvollen Kram. Pfeil. Okay, der wiegt nichts, ne? Also wenn es nichts wiegt, dann kann ich es ja mitnehmen. Dann kann ich es ja verkaufen und von Schleppen kann man ja dann auch nicht reden. Baukriegsgeld auf jeden Fall, aber nein. Also ich habe mir selber immer, als ich Fallout 3 das erste Mal gespielt habe, so ein Limit gesetzt gehabt von anfänglich 10 Kronkorken pro Trageeinheit, die es bringen muss. Und der Wert ist dann mit wachsendem Spielfortschritt dann immer höher, immer weiter höher gegangen. Ich weiß nicht mehr, wie er zuletzt war, aber es war irgendwie um die, dann ja so 20 oder 30 oder so. Und aber 10 ist ganz in Ordnung. Oh nee, das ist hier alles nichts wert. Okay. Dann können wir wieder abdüsen. Trotzdem ein schöner, immersiver Besuch. Aber jetzt wirklich, jetzt geht's zum Wasserwerk. Wobei, da war noch eine Hütte. Hier direkt um die Ecke. Von Manja und Co. Nee, das ist die Damentoilette. Fast richtig. Wo war... Ach, da ist es, genau. Der Bus. Hier. Nathans und Manjas Haus. Bist du... Oh, du bist Manja. Hi, Manja. Hallo, ich bin Manja. Der alte Knacker, der hier rumläuft, ist mein Ehemann Nathan. Sagen Sie Bescheid, wenn wir Ihnen irgendwie helfen können. Sprechen Sie nicht mit Nathan. Er labert Sie nur mit der verdammten Enklave voll. Hat er schon. Ich hätte ein paar Fragen zur Geschichte dieses Orts. Ich kann Ihnen fast alles sagen, was Sie wissen wollen. Die Geschichte von Megaton ist kein Geheimnis. Okay, aus was wurde dieser Ort hier gebaut? Vor langer Zeit, noch vor dem Krieg, gab es Maschinen, sie waren wie Busse, aber flogen am Himmel und brachten die Leute überall hin. Man musste nicht laufen, sondern ging einfach zur Flugstation, kaufte sich eine Karte und stieg in den Himmel auf. Das gab's überall auf der Welt. Als der Krieg begann, fielen die Maschinen aus dem Himmel. Alle hier glauben, dass die Bombe den Krater verursacht hat, aber das stimmt nicht. Der Krater bot guten Schutz vor den Sandstürmen. Und als Papa und der Rest sich entschieden, die Mauern zu bauen, verwendeten sie das, was sie hatten. Cool. Warum haben sie die Bombe nicht woanders hingebracht? Einige wollten die Bombe loswerden. Die Kirche des Atoms war da noch neu. Wir brauchten ihre Hilfe beim Bau der Mauern und Beseitigen der Trümmer. Wenn wir versucht hätten, die Bombe wegzuschaffen, hätten sie uns nicht geholfen. Außerdem wollten viele Leute die Bombe einfach in Ruhe lassen. Sie tat niemandem weh und niemand konnte sagen, was passiert, wenn wir es vermasseln. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ein Haufen Teile für was? Für nur eine Maschine. Gutes Auge. Ja, stimmt genau. Einige Meilen von hier gab es eine Flugstation. Bis auf die Flugzeuge wurde alles geplündert. Mein Papa hat einige Leute, die da rausgehen, die Maschinen auseinandernehmen und die nützlichen Teile zurückschleppen. Habe ich auch schon gemacht. Man kann gar nicht mehr erkennen, wo die Flugstation mal war. Das Ödland hat sie zurückerobert. Aber sie ist wahrscheinlich noch da. Mal gucken, ob wir diesen Ort finden werden irgendwann einmal. Warum die Wände aus einer alten Flugmaschine bauen? Es ist viel einfacher, als genug Teile zum Bauen von Mauern und Häusern aus rein gar nichts zu finden. Der Schrott war da, also verwenden wir ihn. Außerdem ist das stabil. Das hält die Raiders und Sandstürme draußen. Nicht alle von uns hatten das Glück, in einer Vault geboren zu werden. Okay, ich hätte aber noch mehr Fragen. Und zwar über Megaton. Raus mit der Frage. Wie wurde die Stadt gegründet? Ursprünglich war die Stadt mal ein Loch im Boden. Mein Papa erzählt immer, dass sich sein Vater und die ersten Siedler im Krater versteckt haben. Das Wrack schützte sie vor Sandstürmen. Als wieder Normalität einkehrte und die Leute sich in die Wüste aufmachten, blieben einige hier zurück. Die Umherziehenden kamen zurück, um Handel zu treiben. Als mein Papa geboren wurde, war die Stadt schon zu einem Handelszentrum geworden. Durch die Karawanenrouten wurde mein Papa reich
und überzeugte schließlich die anderen, dass Mauern gebaut werden müssen, um die Raiders fernzuhalten. Ja, da ist was dran. Warum wurden diese Mauern errichtet? Das hat sie doch gerade erzählt. Am Anfang war es also nur eine Ansammlung von Händlern. Händlern? Ist eine Frage. Kann man denn in Megaton leben? Nein, der Platz ist zu knapp. Sehen Sie all die Leute? Sie leben im Haus der Gemeinschaft und sind keine richtigen Einwohner. Fremde werden hier gut beobachtet. Ich kann einen Raider-Spion auf 100 Meter Entfernung erkennen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber wenn sich die anderen mit Besprechungen und Abstimmungen wohler fühlen, bitte sehr. Ja, gutes Auge, Mütterchen. 100 Meter, sagst du? Ich hoffe, das wird nie der Fall sein. Am Anfang war es also nur eine Ansammlung von Händlern. Nein, zuerst lebten hier Leute, die in die Vault wollten. Leute, die die Bombe verehrten und ein paar andere Flüchtlinge. Dann kamen die Händler. Jetzt kümmern sich die Karawanen um den Großteil des Handels. Aber davor fand alles in Megaton statt. Ich habe mit meinem Vater eine Weile in den Karawanen gearbeitet. Dort habe ich diesen wertlosen Schlafsack getroffen, der jetzt mein Mann ist. So schnell kann's gehen. Aber ich frage trotzdem, warum wurden diese Mauern errichtet? Die Mauern sind vor allem wegen der Raiders. Als die Stadt groß genug war, haben sie gewartet, bis die Händler weg waren und uns dann fertig gemacht. Die Mauern schützen auch vor Supermutanten. Ein ganz anderes Problem. Sie könnten uns auch umbringen, aber meistens verschleppen sie die Leute. Am Ende hat mein Vater was unternommen. Er und ein paar andere haben die Händler und Einwohner organisiert und die Mauern gebaut. Jetzt sind wir recht sicher. Trotzdem wünschte ich, die stählerne Bruderschaft hätt's einfacher. Sie haben wirklich viele Angreifer zurückgedrängt. Die stählerne Bruderschaft, aha. Das war genug Geschichtsunterricht. Wenn Sie das sagen. Oh, wie unfair, ne? Wie bist du hierher gekommen? Ich wurde hier geboren, genau wie mein Papa. Eine Weile habe ich ihm beim Sammeln geholfen und später mit seiner Karawane. Aber durchs Ödland zu latschen, ist nur etwas für junge Leute. Nachdem ich Nathan getroffen hatte, wollte ich nicht mehr so viel herumreisen. Wir sind hier, solange ich denken kann. Ich kann natürlich nicht gerade sagen, dass das gut für Nathans Geisteszustand wäre. Okay, wo sind all die anderen hergekommen? Na, hallo. Oh. Sie kommen von überall her. Die Stahlfamilie ist irgendwo im Osten aufgewachsen. Lucy kommt aus einer kleinen Siedlung im Norden. Billy redet nicht darüber, wo er herkommt. Doc Church lebte mal in Rivet City. Jericho, naja, sagen wir mal, dass sich die Menschen ändern. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ich auch. Wer hat hier in der Gegend das Sagen? Genau genommen hat hier keiner das Sagen. Aber man kann keine zwei Leute in einen Raum packen, ohne dass einer versucht, den anderen zu kontrollieren. Da wird jeder was anderes sagen. Lucas Sims hat sich selbst zum Sheriff ernannt. Vor seinem Tod warf er jeden raus, der zu viel Ärger machte. Colin Moriarty gehört jetzt fast alles. Hier passiert nicht viel, über das er nicht Bescheid weiß. Ich denke, er steckte auch hinter Lucas Tod. Ja, das stimmt. Der arme Sims, auf jeden Fall. Hieß doch Sims, ne? Sims? Ja, genau, der Sheriff, den meine ich. Erzählen Sie mir von Colin Moriarty. Dieser Mann ist der Abschaum der Erde. Er sorgt dafür, dass die Trinker hier immer im Alkohol schwimmen. Die arme Nova hat was Besseres verdient. Und fragen Sie mich besser nicht, wie er Gorb behandelt. Nur weil der Junge tot aussieht, muss man noch lange nicht so mit ihm umspringen. Dieser Mann hat seine Finger hier überall drin. Passen Sie bloß auf, was Sie über ihn sagen. Der hört alles. Ja, krass, ey. Ein wichtiger Mann hier, aber auch kein ungefährlicher. Sehr schön, das wär's soweit, ne? In Ordnung. Wollen Sie noch was wissen? Oder gibt's noch mehr? Nö, das wär's, ne? Alles klar. Sie können jederzeit wiederkommen, wenn Sie noch mehr erfahren wollen. Ich glaube, wir haben alles bequatscht, ne? Nee, noch nicht. Was gibt's Neues in der Stadt? Heutzutage mache ich mir in der Stadt nur über eine Sache Sorgen, was mein verdammter blöder Mann wieder anstellt. Er wandert Tag und Nacht hier herum, predigt über die Enklave und versucht, an Teile für seine Knarren zu kommen. Ich weiß nicht, wer der größere Narr ist, er oder ich. Schließlich habe ich ihn ja geheiratet. Ja, das stimmt.
Aber früher war bestimmt alles besser, oder? Aber egal, ich muss gehen. Schicken Sie Nathan nach Hause, wenn Sie ihn sehen. Das machen wir, das machen wir. Und ich bin sehr gespannt, ob das wirklich geht. Ich kann ja mal ganz kurz bei denen reingucken. Nur mal so zum Spaß. Ich will wissen, wie die leben. Ich will sie nicht beklauen. Och, naja, ne? Gibt Schlimmeres. Oh, ein Holoband. So, Notiz hinzugefügt. Hilfe gesucht. Und da gucken wir doch gleich mal rein. Wenn Sie diese Aufnahme hören, wurden Sie für vertrauenswürdig befunden. Ich hoffe sehr, dass das wirklich so ist, denn diese Aufnahme wird uns beide in Gefahr bringen. Ich bin auf der Flucht aus dem Commonwealth. Ich bin ein Androide, ein synthetischer Mensch, ein Sklave. Meine Verfolger kennen keine Gnade und werden vor nichts Halt machen, um ihren Besitz wiederzuerlangen. Ich brauche einen Arzt im Ödland, um mich einer Gesichtsrekonstruktion zu unterziehen, und ich brauche jemanden mit speziellen Computerkenntnissen. Ich muss mein Gedächtnis löschen und mein Gesicht verändern, um ein anderes Aussehen anzunehmen. Ich wusste gar nicht mehr, dass es hier auch schon Synths gibt. Krass, dass hier Androiden durch die Gegend laufen. Oder zumindest einer. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wann wir auf den treffen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, Wasserwerk. Aber jetzt wirklich, Wobei das eigentlich gerade ganz cool ist, dass wir hier in so viele Hütten rein können, auch wenn wir sicherlich nicht allzu viel verpassen, wenn wir jetzt eine auslassen, in die wir noch nicht rein können. Aber wenn wir rein können, ne, dann gehen wir da auch rein. In den Toiletten waren wir schon, ne? Ja, in den Toiletten waren wir schon, da verpassen wir auch nichts. Walter, du bist doch hier, stopp! Was darf's denn sein? Was? Ja, wie bitte? Wie bitte? Die Rohrleitungen wurden alle repariert. Das ist ja... Die Anlage hat wieder vollen Druck. Sie haben offenbar alle Lecks ausgebessert. Danke. Ich danke Ihnen. Cool. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie wieder reißen. Und dann ist vielleicht niemand hier, um Sie zu reparieren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bekommen von mir Kronkorken für jedes Stück Alteisen, das Sie mir bringen. Altmetall gibt's genug. Es liegt im ganzen Ödland verstreut. Mit einem kontinuierlichen Nachschub an Altmetall kann ich die Anlage und die Rohre instand halten. Was meinen Sie? Da bin ich dabei, auf jeden Fall. Hört sich gut an, ich bringe die Teile mit, die ich finde. Hervorragend! Diese Teile werden die Anlage und die Wasserversorgung der Stadt in Gang halten. Kommen Sie gleich zu mir, wenn Sie wieder Teile finden. Na klar, oh, das merken wir uns bei Walter. Und deinen Namen werde ich nicht vergessen, denn du bedeutest für uns Kronkorken. Und das ist eine gute Sache. Machen wir ein bisschen Licht hier an. So. Jetzt können wir noch schnell den Kram hier abverkaufen. Oder, ach nee, die hat ja wieder geschlossen. Diese faulen Leute hier. Überall nur faule Leute. Was war das jetzt nochmal? Ah, das ist die Wasseraufbereitungsanlage. Jetzt hat sich das Bild von Megat schon wieder geschlossen. Für mich. Ja, wir können ja einfach hier ganz kurz warten. Es ist jetzt 10 Uhr am Abend. 10 Stunden sollten reichen, ne? Das bisschen Regen. Das macht uns schon nicht fertig.